Hallo und willkommen zurück zu Timberborn. Dann wollen wir mal schauen, wie es unseren Bibern geht. Relativ gut. 8 sind gesund, 5 sind ja, mehr oder weniger verseucht. Eher mehr. Dann schauen wir mal, was sie zu tun haben. Der Karottenfritze darf auf jeden Fall mal wieder arbeiten. Das sieht ja relativ gut aus. Sie werden nicht verhungern, ist das schön. So, da passiert uns auch nichts. Hier ist natürlich überflutet immer noch. Ja. Machst du nichts dran, aber die bauen ja fleißig. Hoffe ich zumindest. Das haben sie fertig. Das ist ja fantastisch. Dann schauen wir mal. Großer Stapel. Nee, Quatsch. Auch ein Damm-Element. Ein Deich-Element. Ist viel besser. So. Das macht man am besten hier hin. Dürre bevorstehend, okay. Dann können wir es danach einfacher bauen. Da müssen sie jetzt nicht hier arg durchs Wasser schwimmen. Wäre die Frage, ob wir es in der Zwischenzeit wieder anstauen lassen. Machen wir noch ein bisschen Rückhalt. Deich. Ja, die wollte ich ja pausieren. Die Treppen sollen sie mal irgendwie noch bauen. Ja. Schaffst du das? Achso, die untere. Okay. Das sieht jetzt gut aus. Das freut mich. Dann stauen wir es noch nicht an. Dürre in 2,5 Tagen. Achso, wir können es ja eh nicht weit anstauen. Dafür bräuchten wir hier jetzt so ausfahrbare Dammelemente. Und die haben wir nicht. Aber hey, unser See ist fast trocken. Nach der nächsten Dürre garantiert. So, essen gut, trinken nicht so gut. Warum denn das? Da braucht man ein Riesenfass. Ein Fass aufmachen. Zumindest anbauen. So, und rein soll natürlich Wasser. So gut wie 10 von den anderen Fässern, was da reinpasst. Damit werden wir einiges überdauern können. So. Sollte wahrscheinlich die Priorität noch auf Ultra stellen. Zahnräder 20 Stück. Oh je, ich glaube, wir haben nur 10 davon. Dann macht man doch hier einfach mal weiter. Planken haben wir genug. Ja, sobald der Strom in irgendeiner Art hinkommt, wird das schon klappen. Hey, und die Treppe haben sie auch gebaut. Das ist wunderbar. Dann können wir damit echt was anfangen. Ich würde noch sagen, ich baue kurz Wege hier hin. Vielleicht auch Wege hier hin. Dann können wir mal schauen, ob man das irgendwie abgedichtet bekommen. Das wäre nämlich für Faulwasser die einzig wahre Lösung. Wird schon irgendwie klappen. So, dann pumpt mal Wasser. Achso, da fehlen genau noch die 10 Zahnräder. Kein Arbeiter, das ist nicht gut. Wo steckt der denn? In der Wissenschaftsabteilung ist auch niemand. Was macht ihr denn alle? Dann muss der eine Farmer hier weichen. Ja, nicht du. So. Jetzt ist er da, der Priaha. Interessanter Name. Solange er baut, ist ja alles in Ordnung. So, natürlich können wir hier einen Tick anstauen. Machen wir mal zu. Hui. Weiß nicht, wird ja gleich aufhören. War ein Tick spät, aber vielleicht schaffen wir es noch, ein bisschen mehr anzustauen. Beziehungsweise Flusswasser. Ja. So ein klein wenig, aber das läuft ja jetzt hier alles weg. Also hat das nicht so viel gebracht. Außer dass meine Biber jetzt besonders nass sind. Was denen eigentlich nicht schaden sollte. Vielleicht kriegen sie einen Schnupfen oder sowas, aber mehr auch nicht. So. Ja, schon 11 Zahnräder da drin. Das gefällt mir. Achso, hier müsste man auch mal nach einer Lösung suchen. 14,7 Tage dauert die Dürre. Na, hoffentlich reicht das, was wir hier dann haben. Und ich könnte schwören, danach kommt direkt wieder Faulwasser. Also müssen wir mal ein bisschen ranklotzen.
So, einer von den Verseuchten ist leider schon von uns gegangen. Weiß nicht, wie ich die heilen kann. Ja, es gibt ja so ein... Doch, es gibt so einen Kräuterheiler. Müsste man nur erforschen. Was macht ihr hier noch? Wegtransportieren? Das ist aber lieb von euch. Müsst ihr doch gar nicht machen. So, ich würde sagen, wir lassen noch mal ein bisschen Wasser rein. Funktioniert's? Nö. Tja. Schön rein, da wo es reingehört. Ja. Hier wäre es natürlich auch besser. Nee, hier bringt es ja nichts anzustauen. Hier muss es ja ein bisschen rüberlaufen. Aber wieso läuft es da unten durch? Ah, okay. Hat alles gepasst, ich sag nichts. So. Dann ist es hier noch ein bisschen feucht, aber das wird sich ja gleich geben. Die 12 Rohholz haben wir auch irgendwie. Können wir vielleicht doch gleich bauen. Ah, leider sehe ich echt nicht, wie weit das hier durchdringt. Ah, das war ja egal. Ich erinnere mich, ist jetzt ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Wir wollen ja nur, dass das hier höher ist als da. Das heißt, zur Not kann es Faulwasser dahin schwappen. Dann brauchen wir uns um hinten gar nicht kümmern. Das heißt, wir müssen das so machen. Und dann hier entsprechend ein hohes Ding. Ja, ja, kann nicht platziert werden im Moment. Ist in Ordnung, da braucht man... Wie kommt man denn da überhaupt hoch? Fragen über Fragen. Ich würde sagen, wir brauchen hier noch einen Deich. Weg entfernen. Deich hinzufügen. Weg entfernen. Treppe hinzufügen. So. Und dann sollte man eigentlich da langkommen, dass wir hier bauen können. Wäre zumindest die Hoffnung. Wer weiß, ob das aufgeht. So, dann bitte nochmal ordentlich Jungtiere zeugen. Und der Baumfritz soll eigentlich auch nachpflanzen, aber wir können ja gerade gar nichts machen. So, hier fehlen immer noch, ach, nur 3 Stück. Na gut. Dann würde ich sagen, dem nehmen wir gleich wieder den Arbeitsplatz weg, sobald er noch eins produziert hat. Dann kann er Baumarbeit leisten. So. Ungefähr der Plan. Weil Wasser wird nicht reichen, wenn wir das jetzt nicht alles schön ins Fass pumpen können. Na komm, wie sieht's aus? 17. Ich dachte, wo ist denn das zweite Zahnrad hin verschwunden? Da haben wir noch 3. Da soll er noch ein bisschen was machen. Schadet ja nicht. So, die sind auch ganz wild am Transportieren und Bauen. Das muss vor der nächsten Faulwasserflut fertig werden. Dann ist dieses ganze Gebiet nutzbar. Es ist sehr trocken, aber auch sehr nutzbar. Genauso müssen wir da Deichelemente rein. Wird schwierig hier mit der Wasserversorgung. Wir schauen uns das an. So. Immer noch 17 von 20 nur. Warum? Halt mal den Kollegen jetzt von der Arbeit mal ab. Ich glaube, wir haben genug Zahnräder auf Lager eigentlich. Denke mal, die sind eher mit was anderem beschäftigt. Mal Priorität erhöhen. Weil das Fass ist lebensnotwendig. Der Rest nicht wirklich. Obwohl irgendwann schon mit dem Faulwasser, aber wir haben ja erstmal einen ganz okayen Weg gefunden, damit umzugehen. So, Rohholz haben wir auf jeden Fall jede Menge, das ist schön. Und wie läuft's hier? Ah! Da soll Wasser rein. Dann pumpt mal. Ja, ich habe 3 Biber, die pumpen, das ist klar, dass dann jemand arbeitslos ist. So, Baumfried. Walte deines Amtes. So, ich glaube, die können wir abbauen. Hab glaube einen Weg abgerissen. Wollte ich nicht. Passiert aber den Besten. So. Boah. Ja, ja. Da kommen wir noch zu. So.
So, und die sind hier wirklich auch relativ gescheit am Bauen. Das gefällt mir. Das ist eine Arbeitsmoral. Nahrung würde ich auch sagen, ist super. Bäume, super. Ah, da hinten die Ressource sollte abgerissen werden. Sollen ja alles Eichen werden hier. Ressourcen abreißen. So, gib ihm, Kollege. Und ansonsten könnte man natürlich hier einen zweiten Baumfritzel hinmachen, aber das reicht eigentlich erstmal an Bäumen. Bis wir mehr Biber haben und mehr Biber versorgen müssen. Da ist schon 91 Wasser drin. Ja, pumpt mal fleißig, ihr Klein. So, und bitte mal wieder mehr Jungtiere zeugen. Sind ja so beschäftigt mit dem Arbeiten, da kann man gar nicht gescheit poppen. Ja, ja, ihr habt Hunger, ihr habt Durst, obwohl ihr doch Wasser schwimmt und das trinken könntet. Ah, zumindest bauen könnt ihr. Bretter haben wir auch noch genug. Wie muss es denn danach aussehen? Wir brauchen da einfach ein Floodgate, Floodgate, Floodgate. Oder wir brauchen den Dreifachen. Also das wird noch nicht reichen. Das heißt, wir müssen aufdeichen. Aufdeichen, aufdeichen. Und damit wird es funktionieren. Wenn wir entsprechend hier dann... Soll man da nur eine Lücke lassen? Beziehungsweise das muss ja dann... Muss eigentlich noch eine höher. Na gut, dafür haben wir ja theoretisch das Zweier. Das könnte so klappen, das kostet natürlich. Aber es ist billiger, einfach so den Deich zu machen. Dann wird es halt entweder vorne rausgehen oder nach links fließen. Wenn das reicht, müsste reichen. Ja, ab hier fließt es rüber und erst ab ganz oben wird es rüberlaufen. Erreichen zwei. Ich würde mal sagen, das macht man wieder weg, die zwei. Ja, erstes. Ja. Okay. Kettenabriss. Ah, ist wieder da. Komisch. Okay, Blueprint sieht man so. Na gut. Komisches Verhalten, aber passt schon irgendwie. Und da machen wir noch eins hin. Find 3 ist ein bisschen sympathischer. Dann muss es hier halt hin... Da läuft es halt drüber. Lauf ich da noch Gefahr? Glaube ich, lauf noch Gefahr, dass es dann rüberschwappt. Wir müssten das eigentlich so machen, dass es ganz sicher hier runterkommt. Ah je, aber dann müssen wir da erstmal wieder rüberbauen. Naja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Mal sehen, ob sie es hinbekommen. Auch noch in vernünftiger Zeit. Das wird auf jeden Fall schon mal ein bisschen was vereinfachen. Es wird trotzdem hier weiter reinplätschern. Bin aber da tatsächlich überfragt, um welchen Faktor. Da muss man tatsächlich ausprobieren. So, alle fleißig am Arbeiten. Wasser kann ich halt jetzt nicht anhalten. Obwohl nur noch 8 Tage Dürre, das ist so viel Wasserhammer. 2 dürfen sich mal schöneren Angelegenheiten widmen. Einer kommt wieder in die Farm, kann nicht schaden. Holz, Ressourcen, Abriss. Wieso passiert da nichts? Hohe Priorität. Will das mal jemand von euch machen? Dann halt nicht. Na gut. Die werden schon wissen, was sie tun oder nicht. Ja, die 8 Tage werden jetzt kaum reichen, um das zu bauen. Und dafür brauchen wir Planken. Das heißt, wir brauchen ein Plankier. Und einen, der das Rad betreibt. Ich hätte natürlich gern, dass der Förster hier erstmal wieder komplett den Wald pflanzt, bevor irgendwas passiert. Apropos Wald. Hat sich doch jemand mal entschlossen, das abzureißen da hinten?
Ach, und hier sind ja auch noch welche. Da sollen aber Eichen hin. Eichen, die Kiefern sollen den Eichen weichen. Das ist die Faustregel. Also nicht von dem Faust, den Goethe geschrieben hat. Das war ein komisches Buch. Das waren komische zwei Bücher, zwei Teile. Keine Ahnung. Kam sehr oft das Wort Busen vor. Und das nicht von Frauen. Hab's auch nicht zu Ende gelesen. Irgendwo im zweiten Teil ist mir die Lust vergangen. Im Gegensatz zu Faust. Der war ein oller Lustbock. Für die damalige Zeit. Könnt ihr Treppen bauen? Hohe Priorität, hohe Treppen. Das baut ihr dann auch. Schön. Ich glaube, das läuft. Die müssen halt richtig lang latschen und das tut mir auch ein bisschen leid für die. Aber auch nicht mehr. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben einen jungen Biber mehr. Was macht der denn? Nicht auf die Farm gehen. Bretter herstellen. Achso, dafür brauche ich einen anderen noch. Na gut. Jetzt kann man hier die Pumpe eh stilllegen. Hat sich erledigt. Dann können sie hier Planken herstellen. Bretter, was auch immer. Planken sind auch nur Bretter. So. Dann würde ich sagen, sieht das doch ganz gut aus. Warum auch immer die hier das Teil noch nicht bauen wollen, weiß ich nicht. Haben vielleicht andere Hobbys oder Probleme. Ich bin mir fast sicher, wir brauchen die drei da. Hui. Das habe ich nicht mit einkalkuliert. Das kostet theoretisch nur 12 Rohholz. Das Hauptproblem wird sein, wie können wir den denn da so schnell noch rüberschicken? Die müssen ja irgendwie hier hochkommen. Das möglichst bald. Wir könnten natürlich da hinten, ich glaube, das geht nicht. Ja, so hängende Teile gehen nicht. Oder geht das bei den Deichen? Nein, Schwerkraft ist in dem Spiel anscheinend wichtiger als bei anderen Spielen. Ansonsten könnte man halt hier Treppen, na, das wird irgendwie passen. Na, da braucht man wieder zwei Treppen. Ja. Ja, hilft ja nichts, wa? Natürlich könnte man da eine Treppe hinmachen und da ein... So wird's klappen. Hier, das Teil kommt weg. Also, das kann ich ja erst bauen, wenn das hier gebaut wurde. Was machen die denn eigentlich? Ich dachte, die sollen hier schön transportieren. Und Treppen zusammenklöppeln. Sind ja nur noch 4 Tage Dürre. Danach kommt das furchtbare Faulwasser. Könnte ich wetten. Noch eine Dürre wäre klasse. So. Oh, ich habe nur noch 6 erwachsene Biber. Dafür 2 Jungtiere. Was ist da denn passiert? Geboren. Altersschwäche. Das ist aber nicht sehr gut von euch. Kein Wunder, gehen mir die Arbeiter aus. So, ihr habt genug gefarmt erstmal. Das könnt ihr später wieder machen. Naja, das pausiert. Arbeitsplätze 2. Plankentyp hat eigentlich genügend Planken gemacht, würde ich sagen. Sieht doch gut aus. Hier 54 Stück. So viel braucht man doch gar nicht. Die sollen sich jetzt echt mal hier drauf fokussieren. Treppe ist gebaut. Heurika. Und dann bitte hier hohe Priorität. Einmal hohe Priorität da rechts. Dann kann ich nämlich das andere Ding hinsetzen. Dann können wir mal schauen, ob das... Obwohl, ich könnte es ja auch einfach so machen. Hätte es ja auch einfach... Kann es auch einfach so machen. Darunter können sie laufen. So, machen wir das da hin. Kostet 4 Planken. Aha. Ich schätze aber, den Rest müssten sie bauen können. Ich schau mal. Ressourcen haben wir genug. Jetzt fehlt es nur noch an dem Elan der Bewohner. Und hier, das sollten wir unbedingt mal absprengen.
Weil wir haben jetzt noch so schönes Wasser da liegen, kommen aber nicht ran. Nein, unser See ist ja immer noch verseucht. Wie geht denn sowas? Also so langsam reicht's. Kam ja schon ewig kein Wasser mehr nach. So, 2,5 Tage noch. Ah, zumindest die werden gedeihen und die bringen 8 Holz pro Stück. Da freue ich mich drauf. Wird unser Holzlager förmlich überquellen, wenn es das nicht jetzt schon tut. Da kommt auch Altmetall anscheinend hin. Warum auch immer ich das da ausgewählt habe. Gab bestimmt einen guten Grund dafür. Ich weiß ihn nicht mehr. So. Ihr liefert nur, ihr macht gar nichts. Na, wie sieht's bei dem Kollegen da unten aus? Ach, das ist echt schwer zu erwischen. Da, 10 von 12, also. Da kommen sie ja gerade eh noch ohne Probleme ran. Der Rest ist nur geplant. Jetzt ist es eher mehr vollständig als weniger vollständig. Noch hier mal hohe Priorität drauf, dass sie das hier bauen. Weil ja, die 3 Dinger, die sind so das Optimum, dass wir es wirklich umleiten können, dass es wegfließt. Jetzt sollen sie erstmal hier das zudichten. Aber variabel zudichten. Wir müssen es ja immer noch irgendwie nutzen. So, Möhren gedeihen. Möhren werden aber auch ordentlich weniger. Das heißt, ich muss auf jeden Fall eine Person wieder an die Arbeit hier schicken. Jetzt habe ich nur noch 5 Biber und 2 Nachkömmlinge. Ach. Aber die sterben alle gerade an Altersschwäche. Und die Kontaminierten sind auch alle. Ins Biberreich im Himmel gezogen. Aber dank denen haben wir echt das hier abdammen können. Das hätte nicht bis zur nächsten Dürre gereicht. Doch, das hätte es. Ich hätte alle Biberleben retten können. Dann wäre man jetzt nicht so in der Nachwuchsbredouille, aber naja. Fehler machen ja viele. Ich bin nicht unfehlbar. Oh, wird Zeit, dass die 2 Jungtiere erwachsen werden und dann ein Pärchen werden. Wir brauchen sehr viel Bibernachwuchs. Ist nämlich jetzt noch die Gefahr, wenn dann alle an Altersschwäche sterben, bevor sie genügend Nachkommen zeugen, haben wir ein Problem. Ah, Dürre ist ja schon wieder vorbei. Das ging fix diesmal, obwohl es 14 Tage waren. Es steigt noch. Sehr gut. Ungefähr. Ich hatte die Hoffnung, dass es dann nicht nur nach hinten fließt. Ich hatte die Hoffnung, dass es hier noch ankommt. Das ist ja fantastisch. So. Wäre aber wirklich zu erwarten, was jetzt als nächstes kommt. Hoffentlich nochmal eine Dürre. Da kommt auch jetzt einiges an Wasser nach. Ja, es füllt sich. Und zwar rasend schnell. So muss es sein. Obwohl unser Wasservorrat ist bombastisch. So, wie läuft's damit? Auch ganz gut, würde ich sagen. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. So mittel. Na gut. Ah, das hat doch volle Priorität hier. Ah, da kommt hier schon eine willige Arbeitskraft. Ach, kann ich nicht erforschen, dass ihr mehr tragen könnt. Nur 2 Holzflöcke ist echt wenig. Selbst für Biber. Hui. Schöner Wasserfall. Wieso steigt jetzt alles über die Ufer? Ach, das war nur temporär. Oder semi-temporär. Warum? Weil so viel Wasser nachkam? Ich habe keine Ahnung. Sollte eigentlich normal sein. Na, das spinnt hier immer ein bisschen rum. Naja, sobald wir es stauen, wird das schon irgendwie laufen für uns.
wäre jetzt die Hoffnung. Es kriegt ja nicht vor dem nächsten Ereignis fertig. Ah, ich habe 7 Arbeiter. 2 Arbeitslose, dann kann einer gleich mitfarmen. Der Holzfäller Fritze ist fertig. Dann darf der mal wieder Wasser tanken. Solange wir Wasser haben. Und dann kümmern wir uns irgendwann um die Forschung und um Papier und mal eine gescheite Produktionslinie. Aber mit zu wenig Bibern läuft das halt nie. Was ist schon hier? Warum ist denn hier so viel Wasser? Wieso tritt es beinahe? Weiß ich nicht. Ah, vielleicht weil es hier so eng wird und es echt runterrauscht. So, wartet auf Materialien. Da warte ich auch drauf, dass ihr das mal hinbekommt. Naja. Ein junger Biber ist kein D-Zug, wie wir alle wissen. Das wird ein bisschen dauern. Interessant, noch ist das nächste Ereignis nicht vorangekündigt. Was ist denn hier? Ach, ein Birkenstamm. Das ist sammelbar. Junge Biber, denkt daran. Pult nicht zu viel Rinde ab. Es schadet den Bäumen. Oma Magonella. Irgendeine Biber-Oma anscheinend, die hier Weisheiten wie sonst was raushaut. Ja, der muss auch immer gegen den Strom schwimmen. Deswegen hättest du schon bei der Dürre fertig werden sollen. Hättest das Problem jetzt nicht. Boah, echt Stück für Stück nur. Kann ich nicht sagen, dass da 100 Biber auf einmal hinliefern sollen. Das ist mir wichtiger als alles andere im Moment. Zumindest kann ich die Farmarbeit, glaube ich, wirklich mal kurz pausieren. Dann haben wir 3 freie Biber. Wasser von mir aus läuft weiter. Holzfäller darf auch mal kurz sich entspannen und mal mithelfen, ranklotzen, dass man das da hinten abgedichtet bekommt. Oder geht da wirklich nur ein emsiger Transportbiber hin? Der? Nee, da ist der zweite. Wo ist der dritte? Tragt ihr Schweine, Biber. Also 2 helfen da gerade. 4 machen nichts. Warum nicht? Ach, einer pumpt noch. Stimmt, das ist ja gar nicht so verkehrt. Also 2 Biber machen schon mal was. Das finde ich sympathisch. Wir kriegen so, keine Ahnung, 25% am Tag von einem hin. Arbeitslos 4. Nicht gut. Dann mach mal wieder Wasserwerfer an. Mach mal die Farm an. Fressen nämlich wie die Scheunendrescher. Und ein Jung. Ja, nochmal eine Dürre. Ich weiß, ich sollte mich wegen der Dürre nicht freuen, aber Faulwasser ist gerade ätzender. Dann haben sie hier nochmal die Gelegenheit, das gescheit zu Ende zu bauen. Dann muss ich sie nicht so hetzen. Das freut mich jetzt. Mit einer Dürre kommen wir gerade gut klar. Hier, ihr Arbeiter. Füllt die Speicher mit Wasser. Und eure Mägen am besten auch. Aha. Unser See sieht trocken aus. So soll das sein. Jetzt wäre die Frage, lass mal die nochmal trocken oder mach mal hier ein Wasserreservoir. Da müssen wir aber ein bisschen Geoengineering oder Terraforming erstmal betreiben. Na, Terraforming noch nicht. Auf kleinem Maßstab das mal zu einem gescheiten See machen. Nicht, dass der jetzt nicht gescheit wäre, wenn Wasser drin wäre, aber trotzdem. Wohl so als Notvorrat. Ah, dann braucht es so lang wieder, bis er trockengelegt ist. Aha! Wir haben das erste gebaut. Jetzt müsst ihr auch noch das zweite bauen. Sie sind dran. Sie sind anscheinend dran. Na schön, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Dann wird wenig Faulwasser nachkommen, was natürlich besser für uns ist. Und für alles in der Umgebung. Ansonsten steht ja hier alles wieder unter atomverseuchten Schlamm. Und das wäre nicht so ideal.
Also es gibt Schlechteres, ja. Es gibt auch viel Besseres. So, ich glaube, einer mit einer Pumpe kriegt das gerade hin. Dann darf einer Wissenschaft machen. Ist das nicht schön? Und ich würde sagen... Ja, der Holzfäller ist eigentlich so viel. Können wir... Oh, doch. 100 können wir noch lagern. Soll er mal die Eichen da abbauen? So, mal schauen, wie lang die Dürre wird. Wahrscheinlich mindestens 15 Tage. Irgendwann geht es aber auf die 30 hoch und dann müssen wir vorbereitet sein. Ich glaube, noch ein so ein Fass, beziehungsweise wir werden irgendwann die Fässer abreißen und durch gescheite ersetzen. Dann sollte es auch laufen. Aber erstmal nichts abreißen. Jedes Fass, das wir haben, ist super. Nicht abreißen, bevor man Ersatz schon gefüllt hat. So, 0,5 Tage bis zur Dürre. Boah. Das wird auch die komplette Dürre durchdauern, das hier noch zu bauen. Zumindest wenn es nur der eine ist. Einer ist gestorben, aber wir haben wieder zwei Jungtiere. Das heißt, ich muss eigentlich hier wieder pausieren. Ja gut, war eh kein Arbeiter drin. War Leerstand. Und hier haben wir auch so viel Fläche. Also theoretisch haben wir viel Fläche. Wir müssten natürlich ein bisschen was abtragen. Oder auftragen in dem Fall. Wäre natürlich jetzt gern auf dem Level. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufschütten und oben abtragen. Aber das kriegt man relativ bald im Bereich von mehreren Stunden hin, denke ich mal. Also dauert noch ein bisschen. Das wollte ich damit sagen. Altmetall brauche ich hier nicht wirklich. Mehr Rohholz. Ja, ja. Die entfernen das schon irgendwo hin. 22,4 Tage Dürre. Boah. Das ist eine Hausnummer. Ah, die können hier schon wieder im Trocknen bauen. Ist das nicht schön? Wasserspeicher sind voll. Wasserstand sieht gut aus. Farm sieht gut aus. Jetzt muss es nur noch für die 22 Tage reichen. Ich denke, das kriegen sie hin. Mein Problem ist jetzt nur noch der Biber-Nachwuchs. Die sollen wirklich sich mal... Also so 12 Biber versus Minimum, womit wir jetzt hantieren müssten können. Und irgendwie müssen wir auch dafür planen, dass das ja mal unser Staudamm wird. Da machen wir hier einfach zu mit Dammwänden. Also provisorisch kann ich mal einen hier hinsetzen. Und das wird dann alles zugemacht und da kommt dann die Schleuse rein. Das ist so meine Idee. Davor sollte man aber natürlich das Metall entfernen und hier eine Strategie haben, wo das Wasser denn wie hinfließt und warum. Und am besten nicht über unsere Zivilisation geht. Oh, das sind Probleme von einem andermal. Na gut, das kriegt er jetzt gleich fertig, wenn er nicht komplett am Verdursten und Verhungern ist. Na gut. Transportjob ist kein Handwerkerjob, ich versteh's. So. Bitte einmal Biber-Nachwuchs. Ich leg auch erotische Musik dazu, wenn's sein muss. Und ich kann selber singen. Oh, da schnarcht schon einer. Ich will aber kein Geschnarche hören, ich will Rumgebürste hören. So wie die fickenden Eichhörnchen-Soundtracks, die zu meiner Jugend sehr beliebt waren. Ah. Wie heißt du denn? Ogimu, Alter 53, scheiße. Wie alt wird so ein Biber? Ich hoffe, der wird 100.000 Jahre alt. Der macht hier die ganze Arbeit. Leon glaubt, ein Kumpel von ihm. Aber ich denke, in dieser Laktationsperiode, in dieser Dürreperiode, werden wir hiermit fertig werden.
Und dann kann ich tatsächlich schon mal hier in das Distriktzentrum hinsetzen. Da müssen doch Distriktknotenpunkte getrennt sein. Okay, dann lass mal das. Der muss ja da weiterarbeiten. Sobald er fertig ist, können wir den Knotenpunkt dann setzen. Das war nämlich, was mich bei einer der vorherigen Folgen etwas irritiert hat, dass die nicht mehr getrennt sein müssen. Dachte, das kriegen sie jetzt irgendwie automatisch hin. Na, so ist natürlich auch nicht schlecht. So, wir brauchen Holz wie Bolle. Aber wir haben keinen Arbeiter. Wieso haben wir denn nur ein Jungtier und 6 Arbeiter gerade? Ihr wisst aber schon, wie man Nachwuchs zeugt. Vielleicht muss ich denen mal so eine Internetseite zeigen, wo das tutorialmäßig beschrieben ist. Naja, das Jungtier ist jetzt auch erwachsen geworden. Wie kriege ich die wirklich dazu, dass meine Biberpopulation dauerhaft wächst? Also das Sprichwort, sich vermehren wie Karnickel, lässt sich anscheinend nicht auf Biber übertragen. Obwohl das auch Nagetiere sind. Die Welt ist schon manchmal verrückt. Zumindest ich bin verrückt und ich bin in der Welt. Das muss auf für was zielen. Aber Wasser, super. Essen, super. Noch 18 Tage Dürre, warum nicht gleich 100? Ja, ein bisschen übertrieben, dann wären glaub alle tot, aber... Das Prinzip. Es geht hier ums Prinzip. Wie lang noch? Ach, so lang noch. Boah, in 5 Tagen steht das aber. Bitte Nachwuchs. Ich habe 8 Betten. Freie Betten 8. Belegte Betten 7. Habe ich so wenig? Ich dachte, ich kann noch ein Haus machen. So, Zahnschleifstein machen wir da mal weg. Ja, ja, auf jeden Fall. Boah, wir müssen hier echt schöneren Wohnraum schaffen. Ach, und der Werte hier will hier wieder Terrassenzugang. Dann machen wir es doch einfach so rum. Es sieht ja eh so furchtbar aus. Was macht das jetzt für einen Unterschied? Braucht auch nur ein bisschen mehr Rohholz. Oder kommen die unten da nicht rein? Nee, das hat ja nur einen Eingang gehabt. Sonst hätte das anders aussehen müssen. Lass mal schauen. Nö. Oben rein. Sind sie schön geschützt da. Schön für sie. Vielleicht habe ich deswegen so eine schwindende Biberpopulation. Ja, 9 Bewohner dürfen rein. Vielleicht sollte man da die Priorität mal erhöhen. Weil dann geht der ganze Rest natürlich schneller, wenn wir mehr fleißige, unwillige Arbeitskräfte haben. Gut, über deren Fleiß können wir ein bisschen entscheiden. Na, so unzufrieden sollten sie auch nicht werden. So. Kurz mal einen Schluck getrunken. Kann nicht schaden. Ach, freut mich meine Eichelfarm hier. Meine Eichenfarm. So oder so, es freut mich. Und... Aha, noch ein Transportjob. Und einmal aufbauen. Und dann wird der Rest vielleicht gebaut. Ja, das sollte jetzt nicht mehr das Problem sein. Den da unten hat er schon... Ja, das war alles gesetzt. Wunderbär. Keine Beschwerden meinerseits. Nein, eine gestorbene Kiefer. Wie ist das passiert? Ach ja, durchs Faulwasser. Das sich hier auch noch schön staut, weil ich zu blöd war... das richtig umzuleiten. Beziehungsweise, ja, ich hab's... Ich hätte hier einen Damm einziehen sollen. Dann könnte das nämlich auch schön rausgeleitet werden. Boah, schauen wir mal. Schauen wir doch mal. Wir haben echt wenig Arbeitskräfte und vor allem wenig, die nachkommen. Hey, das hat die höchste Priorität. Macht mal was. Jetzt machen sie was. Also hängt es doch von der Farm ein bisschen ab.
Beziehungsweise bin ein bisschen irritiert hier mit dem Arbeitslos, ob der dann wirklich eine Arbeit braucht oder warum der keinen Transportjob macht. Woher soll ich das wissen? Ich kann auch nicht alles wissen. Aha, 17 Betten. Dann erwarte ich aber auch 17 Biber. Damit da hier keiner falsch versteht. So, 15 Tage. Wasser, gut. Karotten, gut. Damm, gut. Treppe, nicht gut. Okay, zuerst wird das da unten gebaut. Weil den Teil müssen wir wieder abreißen, das da oben bleibt. Und dann hoffe ich, dass das mit den Ebenen diesmal ich richtig gemacht habe. Was natürlich auch krass wäre, wäre 30 Tage Dürre. 0 Tage normal, sondern direkt Faulwasser danach. Also dass man so 60 Tage des Leidens hintereinander hat. Das würden wir aktuell noch nicht schaffen. Da fehlt noch ein bisschen was. So, 2 Treppen und 3 Pfosten. Wird gebaut von 2 Pfosten, das passt doch. Yay, 2 Nachwuchs. Ne, wieso? Achso, das sind freie Betten. 16 waren doch gerade 17 freie Betten. Aber warum auch 17? Das nur, weil das 9 waren und das andere kommt trotzdem nicht auf 17. Naja, verzählen können wir sicher mal. So, ein arbeitsloser Biber. 2 Jungtiere. Gefällt mir. Läuft hier irgendwas? Ach, die Treppe wird zuerst gebaut. Weil... weiß ich auch nicht. Die werden sich dabei was denken. Ich mische mich da am besten gar nicht mehr ein. So, ein bisschen was pumpen können wir noch, aber dann ist Wasser dann auch gleich komplett versiegt. Ach, das bringt ja gar nichts, wenn ich hier Boden wegnehme. Kommen die ja trotzdem nicht tiefer rein. Oder können sie es tiefer ausfahren? Ah, Begrenzung 2. 1, 2. Vielleicht gibt es da bessere Pumpen irgendwann. So, Karottenlager würde ich aber sagen, das läuft stabil. 3 Jungtiere. Ich glaube, ich habe mit meiner Bewohnerpolitik da was richtig gemacht. So, Holzfritz holzt schön vor sich rum. Dann darf der doch auch mal wieder arbeiten, dass er da hinten schön Eichen anpflanzt. Glaub, Holz ist in dem Spiel eine relativ wichtige Ressource. Fragt mich aber bitte nicht, wie ich da drauf komme. Am liebsten würde ich hier auch irgendwie diese Ecke abschneiden. Wegsprengen später. Fluss ein bisschen begradigen. Na, das kriegt man alles hin. Das wird wunderschön aussehen. Aktuell bin ich nur ins Problem gelaufen, dass wir viel zu wenig Biber haben. So kann ja arbeitsmäßig nichts funktionieren. An die kriegen das tatsächlich hin jetzt während der Dürre. Respekt. Respekt, wer es selber macht. Ich mach's nachher auch noch selber. Definitiv. Vielleicht. Wenn mein Arm nicht müde ist. So, Farmarbeit. Farmarbeit, 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 Schmarnarbeit. Okay. Jetzt darfst du aufhören zu pumpen. Jetzt hat das keinen Wert mehr. Obwohl 2 tief kommen die. Das ist ja jetzt nur 1 tief. Das heißt, es bringt tatsächlich was, wenn man das absprengt. Was braucht man für Dynamit? Irgendeiner, der forscht wahrscheinlich. Nicht Energie, Metall, Holz? Nö. Zapferhütte. Druckerpresse, Papierfabrik. Im Moment noch nicht, aber danke. Speicher, 1000k, puh. Landschaft, Doppeldynamit. Zerstört das darunterliegende Gelände und detoniert Dynamit in der Umgebung. Ja, das war der Plan. Erdbagger, geil, kenne ich nicht. Schweres Gerät zum Sammeln von Erde. Es verwendet Extrakt, um den Boden aufzuweichen. Okay.
Geländeblock will ich natürlich auch haben. Dann können wir richtig schön begradigen, was die Natur hier verdorben hat. Ja, das kriegt man hin. Dann können wir hier auch das bisschen besser ausbauen. Ich würde tatsächlich sagen, wir verlegen gleich die Farm nach da hinten. Ja, müssen wir sehen. Ja, das hier freut mich richtig, dass wir das jetzt geschafft haben. Und dass das eine Lösung ist. Sonst hätte man wirklich die Metallteile, glaube ich, komplett abbauen müssen. Apropos, wie können wir die jetzt überhaupt noch abbauen? Mit Dynamit runterspringen, ganz einfach. Gibt ja noch mehr Metallblöcke, müssen ja nicht mit denen anfangen. Mein Mauszeiger ist wieder auf der Suche nach sich selbst. Nein, der geht ein. Mein Wasserstand ist zu niedrig für die da hinten. Zumindest für die eine. Das lässt sich doch bestimmt irgendwie lösen. Das giftige Wasser hinkt hier echt gern rum. Müsste man mal schauen, vielleicht sollte man das doch hier durchlassen zum Ablaufen. Müsste man mal sehen, ob man dann... Theoretisch können wir es jetzt durchlaufen lassen. Setz mal halt irgendwann so einen Damm hin. Ja. Jo, weg damit. Weg damit. Ja. Da setz mal auch so ein verschiebbares Ding rein, dann trocknet das aus und steht dann nicht rum. Vor allem, wenn da mal Frischwasser nachkommen sollte, haben wir die Plörre hier, die sich festsetzt. Nein, sammelt es doch gerade nicht ein. Mach doch so einen Scheiß nicht. Weg. Weg mit dem Weg. Ich will nicht, dass ihr in die Nähe von dem Wasser geht. Muss jetzt echt nicht sein. Na, trotz Dürre fließt es ja hier. So soll's sein. Fließt du auch runter? Gleich, wenn genügend nachkommt. Ach, ich denk mal, das fließt schon weg. Sieht halt nicht wasserfallmäßig spektakulär aus. Muss es, glaub, am Rand aber auch nicht. So, 8 Biber, ein Jungtier, 3 Arbeitslose. Dann mal ran an die Farmbuletten. Nur noch einen Arbeitslosen. Und... okay, kann er auch beliefern, denke ich. Kann nicht von Bauarbeitern erreicht werden. Bist du dir da sicher? Ah, scheiße. Vielleicht braucht man noch so einen Schemel. Vielleicht kommt er da echt nicht ran. Und am letzten Block sollte es am besten nicht scheitern. So, wie machen wir denn die Farm am besten? Müsste auf diesem Bereich sein. Nicht... ah doch, Bauernhaus war richtig. Ist jetzt doof mit der Ecke. Das hätte ich dann doch lieber so, dass wir hier noch... nein, das war ja falsch. So. Ist das richtiger? Sieht richtiger aus. Wie soll ich es denn daneben platziert? Dass man die Farm da einfach drauf kriegen. Ich würde sagen, das passt. Und dann ist alles, was hier grün ist, Farmbereich. Dann gewinnen wir viel Platz hier zurück. Sollten natürlich auch eine gescheite Brücke legen. Sonst wird das auch nichts. Noch 7 Tage Dürre. Ah, jetzt kommt er ran. Okay, war tatsächlich dann ein Problem. Hätte ich das da hinten höher priorisieren müssen, damit es zuerst gebaut wird. Kann man vorher ja nicht wissen. Das fließt hier hoffentlich noch. Schön weg mit dem ganzen Abfallwasser. Oder steht das jetzt auch einfach nur rum? Also rein von der Bewegung würde ich sagen, es geht ein bisschen voran. Aber halt sehr langsam, war ja auch nicht hochgestaut.
Trotzdem mal die Hoffnung, dass das hier wieder trocken wird. So. Die werden auch gebaut. Holz ist auch am Abbau. Da können wir eigentlich einen zweiten Holzfäller noch hinmachen. Bei so viel Bäumen. Ach, der braucht wieder seinen Zahnwettstein bestimmt. Na, kriegt der später. Kriegt der später wieder. Ach, Biber und drei Jungtiere. Ich mag meine Biber-Wohnungspolitik. Bist du jetzt fertig damit? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Muss nur noch zusammenklöppeln. Dann aber richtig. So. Die Gebäude bringen hier nichts mehr. Hätten wir schon vor langer Zeit abreißen können. Besser zu spät als gar nicht. Der Holzfäller natürlich wäre schön. Das soll aber ein anderer Distrikt-Biber machen. So. Na, wenn das funktioniert, brauchten wir den Damm hier eigentlich. Wenn es funktioniert, bräuchten wir ihn nicht, aber wir lassen ihn erstmal da. Bis man eine gescheite Lösung hat. Oh, ich habe pausiert. Dann geht natürlich auch nichts mehr voran. So, Holz, Holz, Holz. Kommt eigentlich genug nach, auch mit dem einen. Und er kann auch gleichzeitig pflanzen. Ja, einer könnte noch was abbauen. Will ich aber nicht. Achso, die bauen jetzt erstmal das hier. Ah, es ist versiegt. So soll das sein. Können wir dann direkt noch so eine Doppelschleuse hinmachen? 10 Bretter haben wir nicht genügend. Bretterfritze, tu deinen Job. So, die müssen irgendwie zusammenarbeiten. Anders geht es ja nicht. Ich brauche auch nur 2 Bretter, dann ist ja schon alles paletti. Bald gibt's 11 ausgewachsene Biberchen, falls keiner mehr stirbt. Ja, sehr gut. Sehr gut machst du das. Wie sieht's mit den Brettern aus? Mittelmäßig. Mach doch mal was. Hey, da ist einer drin, da waren 2 drin. Glaubt, das reicht jetzt aber. Ich lasse die gern noch ein bisschen produzieren. Oh, und der liefert dahin. Das ist perfekt. Hohe Priorität. Weil das muss jetzt in 4 Tagen fertig werden, sonst strömt das Faulwasser da rein. Aber die haben ja hier hinten nichts mehr zu tun. Das waren ja wahnsinnige Laufwege. Also die brauchen eine gewisse Zeit zum Laufen und die Zeit vergeht im Spiel schnell. Deswegen so ist besser als anders. Das heißt, das sollte jetzt relativ flott gehen. Ja, das kriegen die hin. Haben dann 15 Bretter. Nein. Ist einer nochmal gestorben? Ja. Rujabu. Schade. So. Ist das auch Karotten? Nee, das ist Zahnräder. Okay. Zahnräder-Speicherprobleme haben wir anscheinend nicht. Das habe ich schon mal gelöst. Das Wasser hier hält sich echt lange. Wir können zwar nicht mehr pumpen, aber unsere Wasserspeicher sind voll, selbst mit 30 Tage Dürre. Obwohl 30 Tage wird eventuell, kommen noch 8 Tage drauf. Ah, da braucht man noch ein Wasserfass. Vor allem, wenn wir mehr Biber haben, braucht man mehr Wasser und mehr Nahrung. Also, das ist ja hier nur eine eingeschränkte Lösung. So, das ist zu. Das gehört auch zu. Und ich würde tatsächlich sagen, noch ein zweiter Holzfäller. Ja, wenn wir es uns leisten können. So, die haben hier erstmal Bretter gemacht. Das ist nett von denen. Können sie jetzt aber auch aufhören? Freie Betten 13. Na, das macht dann Sinn. Dann kommt man da auch auf 17. Ich dachte irgendwie, mein Gehirn hat das gleichgesetzt mit total verfügbare Bretter. Macht natürlich komplett Sinn, oder?
So, effizientes Bauernhaus an... Oder wollte ich es da hinsetzen? Nee, da oben steht's gut. Glaube ich. Wird schon nicht schaden. Dann können sie hier überall anbauen, sogar hier noch. Müssen wir das Holz aber wieder wegmachen. Holzfällerhütte, Holzfällerhütte, Holzfällerhütte. Hier vielleicht. Glaubt, das ist inbegriffen dann. Und einmal Holz wegmachen. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das sieht gut aus. So, Bäume. Die Zonen kann man eigentlich demarkieren. Hier steht ja nichts mehr. Oh, da oben steht tatsächlich noch was. Boah. Nur nicht zu großzügig damit sein, aber bringt ja hier echt nichts mehr. Boah. Ich würde sagen, das ist erstmal gut genug. Erstmal gut genug. So, ihr baut auch fleißig. Oh, da fehlt ja echt nicht mehr viel. Und wir haben zwei Arbeiterbiber. Dann können sie tatsächlich Bretter machen. Und vier Jungtiere. Es geht voran. Unsere Biber vermehren sich. So, ich will jetzt aber, dass ihr das eher abreißt. Ernten kann ich hier nicht einstellen, dass ihr das nicht noch bewirtschaften sollen. Gut, einer soll hier alles abreißen und hier kommen eben neue Karotten hin. Oder Kartoffeln, was ist eigentlich besser? 4 Tage 3 Karotten, 6 Tage 1 Kartoffel. Kartoffel ist wahrscheinlich nahrhafter. Wir ersetzen es erstmal durch die gute alte Karottenfabrik. Wege bräuchte man sowieso. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das hier so sinnvoll ist, alles abzusperren. Weil durch müssen wir auf jeden Fall. Keine Arbeiter im Distrikt verfügbar. Ah, ja, weil 3 hier hingehen. Soll erstmal einer machen. Ist halt deutlich kleiner, die Karottenfarm. Ah, theoretisch haben wir hier unten noch ein bisschen Anbaufläche. Wird ja nicht vollgesogen. Blaubeere. Achso, das sind Blaubeerbüsche. Ach, das waren die Wildpflanzen. Okay. Das erklärt einiges. Nur hier und hier und hier. Da kommen wir erstmal nicht hin. Wie gesagt, bisschen Weg braucht man. Schon deutlich weniger als da hinten an Anbaufläche. Ich würde auch sagen, das hier war viel zu viel. Ich würde noch sagen, hier pausieren wir. Hier sollen mal alle Leute ernten. Bretter werden nachgemacht, Holz wird nachgemacht. Alles wird nachgemacht und Dürre ist beendet. Das ist fantastisch. So, und das pausiert hier nicht zu Unrecht. Na gut, erstmal bräuchten wir hier keinen Weg wahrscheinlich. Später ja auf jeden Fall, aber jetzt kann das von mir aus alles Feld werden. So, wie läuft's mit dem Wasser? Ich würde sagen, gut. Soll schön weiterkommen. Ach, wunderbar. Und das Wasser ist noch erfolgreich ausgesperrt. So wollen wir das.
Gebäude muss doch ein Pfad verbunden sein. War es doch ein Pfad verbunden? Ah, jetzt aber eh genug. So, abreißen, abreißen, abreißen. Ach, Ressourcen. Gebäude. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Gemüse. So. Da Gemüse, da Gemüse, da Gemüse. Da Gemüse. Und wahrscheinlich hier überall, wo der Pfad ist, auch Gemüse. Brauchen es ja nur bis hierhin. Oh. Karotten. Ganz, ganz, ganz karottige Karotten. Ah, hier vorne. Grad hatte ich es doch noch. So, und das zählt tatsächlich dazu, also feuerfrei. Natürlich sollen die hier erstmal abbauen. Ja, Karottenlager ist voll. Ich wechsle mal das Zahnradlager zu Karottenlager. Ein Glück verrotten die Karotten nicht. Könnte man natürlich auch hier ein geschicktes Lager hinmachen. Boah, sollen sie erstmal so klarkommen. Deswegen ernten die nie. So, jetzt kriegt man aber genügend Biber zusammen. Dann kann ja einer wieder, der arbeitslos sich findet, Wasser pumpen. Ihr habt noch keinen Zahnradplatz gefunden. Vielleicht habe ich tatsächlich keinen. Ich dachte, so ins Basisding gehen ein paar Stücke. Boah, müssen wir mal schauen. Ansonsten wäre das kein großer Eck, ein Lager für Karotten zu machen. Wäre in der Nähe eigentlich auch praktisch. Vielleicht bauen wir hier einfach ein bisschen was an. Müssen wir sehen, müssen wir sehen. Na gut, dann einmal noch der Funktionstest, wenn ich das hier jetzt staue. Aha! Genauso soll es mit dem Faulwasser dann laufen. Das funktioniert. So, wieder auf. Dann würde ich sagen, ist es doch ein wunderbarer Zeitpunkt aufzuhören mit der Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.